Neben mir IPCA und WKN-Weltmeister Dima Weimer, der gerade gegen Leo Bönninger einen knappen Kampf verloren hat. Dima, kannst du erstmal den Kampf aus deiner Sicht mal beschreiben? Also der Kampf war eigentlich sehr spektakulär, ich glaube von uns beiden. Mhm. Ich bin mit ihm schwer klargekommen, weil er Linkshänder ist. Mhm. Sollte jetzt keine Ausrede sein oder so, aber wie gesagt, das hat mir zu schaffen gemacht. Das war mein größtes Problem, dass er anders vorstand. Und wie gesagt, ich habe mich auf den Rechtshänder vorbereitet, habe eine Woche vorher erfahren, dass es Leo sein wird. Konnte mich nicht richtig auf ihn einstellen, also das war so mein Manko und bin im Kampf, obwohl ich den Kampf relativ ausgeglichen fand, mit ihm bin ich nicht so richtig reingekommen, muss ich sagen. Ja, man hat das Gefühl gehabt, so, dass du gar nicht richtig deinen Rhythmus gefunden hast, ist es so richtig? Das stimmt, ich konnte mein Ziel nicht durchsetzen, dieses nach vorne und durchgehen, weil er mich immer wieder schön gestört hat mit seinen Knien, hat er gut gemacht und wobei ich mich bosserisch besser fand, aber er hat viel gearbeitet, war präsent und hat mich durch seine Auslage also sehr gestört und wie gesagt, ich konnte leider aufgrund der kürzeren Zeit mich nicht richtig auf ihn vorbereiten und naja, was soll's, so kommt das auch manchmal. Ja, wenn man auf dem Rechtshänder eigentlich also sich eingestellt hat, einen Linkshänder bekommen, das ist ja eher unangenehm zu kämpfen, ne, weil das dann immer eine Umstellung ist. Wir hatten ihn, aber ganz ehrlich, du warst ja auch ein großer Favorit in den Kampf reingegangen. Hast du ihn vielleicht auch ein bisschen deinen Gegner unterschätzt? Oder? Ja, das befürchte ich, aber ich glaube schon, dass ich ihn ein bisschen unterschätzt habe. Mhm. Ich dachte, dass ich ihn mehr dominieren kann und er hat mich aber immer wieder gut gestört, das muss ich sagen. Also er war wie so eine, ja, so ein Störfaktor, der hin und her sprang und mich gut beschäftigt hat und ja, also wie gesagt, ich habe den Kampf, ich hätte mir gerne eine Zusatzrunde gewünscht, aber gut, die Kampfrichter haben was anders gesehen und die haben vielleicht eine bessere Sicht der Dinge. Und ist das vielleicht auch manchmal so, dass das der Fluch der Favoritenrolle ist, dass der Druck dann auf einen selber lastet und der andere ganz befreit aufkämpfen kann, vielleicht auch nicht so viel zu verlieren hat, nicht so einen Ruf zu verlieren hat und dann einfach vielleicht doch das Letzte mobilisieren kann, kann man das so sagen? Ja, das kommt mit Sicherheit schon dazu, ne? Dass du gehst hier rein, alle sagen, der ist mehrfacher Weltmeister, der hat das Ding gleich sicher hin und her und der andere ist ja auch WK-Weltmeister, also so ist das ja nicht, aber den kennen vielleicht nicht so viele. Und das ist schon ein Druck, der auf einen lastet, aber damit muss man umgehen und eigentlich kann ich damit gut um, das war es nicht, aber wie gesagt, er ist da, klar, ich will nicht sagen, der Favoritenrolle, aber der ist leichter, weil von ihm erwartet keiner, dass er gewinnt und naja, was soll's, wie gesagt, das ist alles ein bisschen anders gelaufen, aber wir schauen nach vorne, weiter geht's. Ja, jetzt hast du mir gerade ein wunderbares Stichwort gegeben, was liegt denn als nächstes bei dir an, Dima? Also erstmal mache ich eine Woche Pause, da steht süß an und dann geht wieder die Vorbereitung los für die Kickmax Gala 2012 in der Wandsbeker Sporthalle. Dort werde ich gegen einen Thailänder kämpfen und der wird auch mir einiges abverlangen. Deshalb habe ich eigentlich den Kampf, werden wir natürlich nochmal angucken, alles nochmal durchschauen, wo die Fehler waren, was ich falsch gemacht habe, was ich gut gemacht habe. Den werden wir schon bearbeiten und wie mir der Trainer schon angeboten hat, wird er uns ein Rematch anbieten, was mich sehr freut, was ich auch herzlich gerne annehmen würde. Und ja, aber erstmal schauen wir nach vorne, wie gesagt, und nächster Gegner ist am 8. Dezember in der Wandsbeker Sporthalle. Ja, da werden wir mit Sicherheit ja auch sein. Es wird eine wunderschöne Veranstaltung sein. Also Hamburg ist ja sowieso ja, ein MMA und vor allen Dingen ein K1-Mekka. Und da freuen wir uns auch schon alle drauf. Bist du aber auch so ein Typ, der nach so einem Kampf wirklich hingeht und ein Video analysiert? Also auch von dir selber, auch vom Gegnern immer? Ja, das mache ich. Egal, ob ich gewinne oder verliere, was zum Glück sehr selten vorkommt. Ich analysiere immer meine Videos. Ich gucke immer, was ich gut gemacht habe, was ich schlecht gemacht habe. Guck mir das immer mit meinem Trainer an, der mir auch sagt, das musst du anders machen, das musst du besser machen. Das ist aber auch sehr wichtig, weil sonst kommt man nicht weiter und man muss auch aus seinen Fehlern lernen. Jeder macht mal Fehler. Wichtig ist nur, dass man daraus lernt und sie nicht wiederholt. Dima, und die allerletzten Worte natürlich dir. Kannst alle grüßen, die gerne grüßen möchtest. Ja, ich bedanke mich hier bei den Zuschauern. War ein super Publikum hier. Hammer, hat mich echt von den Beinen gerissen, also war echt geil. Und ich bedanke mich natürlich auch bei meinen Sponsoren, die hier teilweise vertreten waren, sich den weiten Weg gemacht haben nach Magdeburg. Und ich möchte einfach nur ein Dankeschön aussprechen und weiter geht's. Ja, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wenn ihr weiter schöne Interviews sehen wollt, kommt auf www.gnp-tv.de. Alles Gute, Dima. Danke dir.